Die Uhr tickt, Leute. Wir sind hier vor den Location, wo der Bewusst-Leben-Kongress 2020 stattfinden wird. Wir sind hier in der Pre-Launch-Phase. Yasin hat das hier, diese Örtlichkeit ausgesucht. Wie lange hat es Bedarf, so einen Raum zu finden, wo du diese ganzen genialen Künstler zusammenbringst? Ja, ich habe allein für die Raumsuchung fast 2 Tage investiert, indem ich geschaut habe, wo finden wir natürlich eine Location, wo die Schwingung harmonisch ist, wo die Arbeiter schon, das sind Kleinigkeiten, die natürlich wirken, weil ich möchte natürlich ganz klar an der Stelle schaffen, dass die Menschen, die uns besuchen, die wir empfangen, schon beim Ankommen ein ganz beruhigendes, liebevolles Gefühl bekommen. Und dann ist natürlich ganz klar wichtig, was so eine Kulisse ist das? Wo komme ich natürlich rein? Wie fühle ich mich da? Komme ich da? Kann ich mich von dem ganzen Stress, den ich vielleicht die ganze Zeit dabei hatte, lösen und dann wieder neu aufladen? Und deswegen bin ich vom ganzen Herzen dankbar, dass ich sagen darf, ich habe hier echt was Wunderschönes gefunden. Es ist wie eine Schatzgrube. Es ist wie eine Schatzgrube. Einfach. Wenn ich mir das hier anschaue, mit Kronleuchtern, mit wirklich einem Ambiente, was der, sag ich mal, der Veranstaltung würdig ist. Du hast unter anderem Rüdiger Dahlke, also einen richtigen Hochkaräter hier, der alleine schon Seele füllt. Wir haben nur 300 begrenzte Tickets. Also für alle, die Interesse daran haben, holt euch unbedingt das Ticket. Da hinten, falls ihr schon seht, da wird die große Veranstaltung stattfinden. Das heißt, wir haben da eine Bühne aufgebaut. Wir haben eine Bestuhlung mit 300 Personen und da werden großartige Künstler auftreten. Was ist, ich will jetzt nicht sagen, wer ist dein Favorit, weil du hast alle, also alle sind meine Favoriten. Ja, ist, glaube ich. Ganz klar, natürlich präzise ausgewählt, also da nicht geschaut, natürlich alles, was ich mit Liebe vertreten darf, das ist mir ganz wichtig und wo keine Dogmen sind, das ist mir ganz wichtig. Das heißt, unser Sprichwort ist ganz wichtig, dass alles möglich ist und auch Selbstheilungskräfte aktivieren. Ganz, ganz spannend natürlich. Ich persönlich werde auch über Schattenthemen sprechen. Das heißt, nicht nur über meine Genesung, über verschiedene Naturheilverfahren, die ich jetzt nutze und über Menschen, die ich begleite, sondern ganz klar über Schattenthemen, über die Selbsterlösung. Das sind nämlich wichtige Punkte, die wir zur Selbstheilung brauchen, damit sich unsere Kraft, unsere Selbstheilungskraft, also deine Zelle, jede einzelne Zelle von den 7 Billionen erst richtig wieder reaktivieren kann, braucht sie eine harmonische, liebevolle, vor allem erlöste Schwingung. Und diese Energie kommt, indem du dich selber akzeptierst und liebst. Und das kannst du ja nur vollkommen, indem du dich vorher selbst erlöst. Und das sind so verschiedene Thematiken. Ich bin dankbar, dass wir Dr. Rüdiger Dahlke mit dabei haben. Wirklich der Pionier. Experte auf dem Schicksals- und Resonanzprinzipsgesetz. Krankheit hat als Symbol. Also mehr als hunderte Bücher geschrieben. Hm? Ja, es ist unfassbar, was der Mann alles geleistet hat. Den haben wir hier. Also es ist bemerkenswert, dass du überhaupt zu ihm durchgedrungen bist. Ich bin dankbar. Also ich habe schon vorher Kontakt zu ihm gehabt und wir haben auch Interviews schon gehabt auf meinem Kanal. Schaut euch das gerne natürlich auch an. Und da bin ich dankbar natürlich. Also wir haben ihn wirklich seine Zusage da wirklich an der Stelle nur bekommen, weil ich schon Kontakt zu ihm hatte und er natürlich auch mich schon kennt und weiß, dass ich da sehr engagiert bin. Fantastisch. Also da bin ich wirklich von ganzem Herzen dankbar. Da, das ist wie eine Symbiose. Also das ist wirklich wunderschön. Einfach. Es ist von oben herab auch geführt in gewisser Weise. Genauso ist es geführt, dass ich beispielsweise eine ganz besondere Künstlerin habe, die sowas herstellt. Das nennt sich die Quelle. Das ist eine Kette mit einem Bergkristall, einem Brillant und Blattgold, die eine ganz spezielle hohe Schwingung an euren Körper und euer Umfeld abgeben kann. Sie wird hier einen Stand haben und wir werden sie und einige andere euch noch genauer vorstellen. Fakt ist, wir haben hier die Möglichkeit, auch Ausstellern den Raum zu geben, sich zu präsentieren. Und das macht diesen Bewusst-Leben-Kongress nochmal auf eine andere Weise interessant, auch für euch als Gäste möglicherweise, hier neue Dinge kennenzulernen. Hier werden dann einige Stände aufgebaut sein, drinnen im Raum werden einige Stände aufgebaut sein. Es wird ein Catering geben von der Rocosteria in ähnlicher Form, wie wir es hier sehen. Nur natürlich alles, ohne die Pflanzen zu stressen. Denn Stress ist die Todesursache Nummer 1. Wenn wir eins wollen, dann Stressvermeidung und möglichst ein Gefühl der heiteren, gechillten Gelassenheit. Ja, mein Lieber. Ganz klein dich an der Stelle, wir haben auch Dr. Görg Kokosnuss Premium Qualität mit dabei. Also wer natürlich da keinen Einblick hat, gerne mal Dr. Görg Premium Qualität eingeben. Wunderschön. Also da hast du wirklich ganzheitlich, da kannst du echt sehen, an jeder Stelle ist Fairtrade und Liebe. Ganz genau. Und das siehst du auch einem seiner Arbeit. Also ich bin dankbar, dass ich da an positive Bewertungen für die Veranstaltung nur letztes Jahr jetzt hatte.
bin ich vom ganzen, ganzen Herzen dankbar, dass er jetzt wieder dabei ist. Super. Wir werden auch ein bisschen was zu den Ausstellern jetzt erzählen. Also wir haben schon, also Ausstellern, Dr. Görg etc., da sind einige interessante Leute. Ist noch nicht alles fixiert, aber da wird euch einiges Spannendes erwarten. Wie gesagt, Catering, ätherische Öle etc. etc. Aber vor allem auch die Künstler, die auf der Bühne sind. Ich fange mal an, über Rüdiger Dahlke haben wir jetzt schon gesprochen. Den wird eigentlich jeder kennen, ist der Hochkaräter. Aber zum Beispiel Leute, wie, wir haben Felicitas da, die ein Nahtoderlebnis hatte. Das heißt, sie war kurz vorm Sterben, hat eine schwere Krankheit, wird sie auch auf der Bühne erzählen. Und als sie, sag ich mal, am Umkehrpunkt war und im Hyperraum war, hat sie auf einmal einen Geistesblitz bekommen und hat gesagt bekommen, hey, nimm jetzt einen Stift und schreib alles auf, was ich dir jetzt sage. Eine Stimme, Engelswesen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, innere Eingebung, höheres Selbst, Intuition, Instinkt. Kann sagen, wie man kann es ja bezeichnen, wie es will, das wäre wieder eine Bezeichnung. Und daraus hat sie ein Buch geschrieben. Die Schwestern, die war im Krankenhaus, die Schwestern haben ihr nur Zettel gemacht. Sie hat gesagt, ich brauche Zettel, ich will schreiben. Sie wusste gar nicht, was sie schreibt und was sie macht. Und da war unter anderem die Zeichnung dieser Quelle dabei und eines Labors, in dem sie Edelsteine, sag ich mal, entwirft und veredelt und an eure persönlichen Bedürfnisse anpasst. Sie hat eine ganz hochstehende Schwingung, die werdet ihr kennenlernen, sie wird einen Vortrag halten. Dann haben wir Klaus Eigenberg, ja. Den Brainy entwickelt. Den Brainy habe ich heute nicht an. Es ist ein System, das ähnlich entstanden ist. Er hatte Eingebungen von oben darüber, was er machen soll und hat eine Fibonacci-Sequenz mit der eulerischen Zahl auf ein Metall oder besser gesagt sogar auf Sterling-Silber drauf gemacht, sodass es jetzt das Energiefeld reinigt und den Körper begradigt. Das heißt, ihr könnt jetzt mit dem Licht aus der Taschenlampe eures Handys, wenn ihr da diesen Brainy draufklebt, gebt mal Brainy ein, wir werden drunter ein Video verlinken, dass ihr jetzt schon mal seht, wer das ist. Gebt es mal ein, könnt ihr euch eure Wirbelsäule begradigen. Dazu haben wir natürlich auch noch andere Techniken da, um die Wirbelsäule begraden, geistige Aufrichtung. Wir haben jemanden da, den Kai, der geistige Seelenanteile euch rausholt. Und du hast auch noch fantastische. Ja, und vielleicht einfach so einen kleinen Einblick zu schaffen, so, warum wir so verschiedene, vor allem so vielfältige und vor allem alles so unterschiedliche Menschen präsentieren. Wir schauen natürlich ganz klar, die Vielfalt der Naturheilung zu nutzen. Schön. Und diese verschiedenen Sachen, die wir hier aufzählen, sind ja alles verschiedene Menschen, die mit ganz unterschiedlicher Variante auf alternativem Weg sich selbst geheilt haben und Menschen unterstützen, sich auf verschiedensten Wege wieder stressfrei zu machen und dann auch wieder ihr Leben so zu leben, wie sie es wirklich wollen. Ganz genau. Das heißt, wir arbeiten auf der geistigen Ebene, das heißt mit Leuten Geistheilern oder die unsichtbare Kräfte nutzen. Ich will gar nicht direkt Geistheiler sagen. Stimmt, Geistheiler muss ich sagen. Es ist eher ein Geistbefreier. Schön. Sie unterstützen uns, dass wir unseren eigenen Geist schön wieder befreien. Sehr schön. Und dann also voll im Einklang sind und dann hast du ja automatisch, dann bist du geöffnet und kannst alles ganz klar für dich in Liebe sehen und erkennen und dann auch für dich natürlich nutzen, was für dich dann persönlich ansprechend ist. Ganz genau. Und du kannst vielleicht denken, hey, wie stelle ich meine Ernährung um? Jetzt, wenn ich auf so einer hohen geistigen Ebene bin, muss natürlich auch der Körper, das Fleisch, muss folgen. Deswegen ganz klar, Peace Food. Ja. Das war das Buch von Rüdiger Dahlke, was mich dazu inspiriert hat, vegan zu werden. Vegan ist nicht nur für den eigenen Körper gut, ja, dass es gesundheitliche Effekte hat, sondern für den Planeten. Ihr wisst, mein Vater kommt aus Afrika, aus Kamerun. Da sterben Leute und da wird der Regenwald abgeholzt, breitflächig, um darauf Soja und Mais anzubauen für die Viehzus in Europa. Das heißt, da sterben Menschen tatsächlich täglich nur deswegen, damit ich oder du zum Beispiel jetzt einen Burger essen können. Ganz genau. Und das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Das ist das karmische Gesetz, was damit einwirkt. Da werden Pestizide ausgebracht, die Umwelt wird zerstört, wir kriegen davon nichts mit. Und dann wird es rüber transportiert mit einem enormen Energieaufwand von wegen Klimawandel. Ihr kommt zu dem Kongress, ihr stellt auf vegan um, ihr macht was aktiv für den Klimawandel. Ihr macht was aktiv zur Verbesserung aller, sag ich mal, Symptome, die uns die Erde gerade zeigt. Und das ist der Schlüssel. Und ganz, ganz, ganz wichtig, ihr geht gegen das konkrete Tierleid vor, das einfach karmisch, wie es schon sagt, für uns einfach eine Katastrophe ist. Und um euch vegan da zu inspirieren, um euch mit den nötigen mit den nötigen Selbstheilungsregulierungskräften anzustoßen, Impulse zu geben, haben wir den Kongress organisiert und bringen unsere ganzen symbiotischen Kräfte zusammen. Wen hast du von deiner Seite eingeladen? Was sind das für Menschen, die da noch kommen? Ich habe mich mit denen noch nicht viel beschäftigt. Hm? Du hast super Medizinerinnen und Leute eingeladen, die hohes Wissen weitergeben. Also ganz klar natürlich, die Klinik im Leben ist auch wieder vertreten. Das heißt, wir haben ganz klar da Leute, die wirklich nicht nur in Selbstheilung, sondern die wirklich schon etwas Riesiges erschaffen haben. Und die Klinik im Leben gibt es seit über 20 Jahren, Dr. Reuter, Chefarzt persönlich auch. Ich bin vom ganzen Herzen dankbar, seine Unterstützung zu haben. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr mit ihm zusammen. Und was wir da haben, ist verschiedene Raumfahrttechniken.
Dunkelfeldmikroskopie. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, ich habe irgendwo Aua, Wehwehchen, gehe ich ja normalerweise ins Krankenhaus. Du musst dir aber vorstellen, du könntest innerhalb von einer Sekunde einen Bluttropfen abnehmen und schauen, da brauchst du kein MRT, kein CT, kein PET-CT, keine anderen Sachen und kannst ganz klar sehen, oh, geht es diesem Körper jetzt gut oder nicht? Innerhalb von weniger Sekunden. Dafür muss man sich nicht irgendwelche Medikamente geben und da wochenlang warten, bis man einen Termin bekommt und dann auch noch mit Ängsten die ganze Zeit arbeiten, sondern ganz klar, da sieht man, da ist etwas verschlackt, da sind vielleicht die Zellen angegriffen, da sind sie übersäuert und dann kann man ganz einfach vorgehen. Da braucht man gar keine Angstdiagnose haben. Und man kriegt noch vernünftige Lösungsansätze. Dann. Ja, das kommt noch dazu. Ganzheitliches. Also es ist ganzheitlich, wie wir da vorgehen. Ganz klar, Klinik im Leben. Psychisch wird da, mental, Lebensweg. Sag ja zum Leben, das Buch auch von Dr. Reuter. Sag ja zum Leben. Und da kann ich ganz klar sagen, ich bin wirklich dankbar, dass wir da die Klinik im Leben als unterstützende Kraft auch mit dabei haben. Und Wen hast du noch organisieren können oder begeistern können für diesen? Dr. Alexandra Kleberg und Bettina Flossmann. Fantastisch. Das sind zwei Pioniere in Bezug auf Selbstheilungskräfte. Weckruf, also Krebs, als Weckruf zu sehen. So wie du es gemacht hast. So wie ich es gemacht habe. Und ich bin dankbar, Dr. Alexandra Kleberg und Bettina Flossmann haben auch ihre eigenen Veranstaltungen und haben gesagt, komm, es ist so wunderschön, wir machen eine Symbiose. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir schauen, dass wir uns gegenseitig auf unseren Veranstaltungen sprechen, dass wir schauen, dass wir sammeln, dass wir Menschen sammeln, die ebenfalls mit Naturheilverfahren gesund worden sind. Natürlich haben wir einige Leute dabei. Ich persönlich bringe einige Klienten mit, die ich selber begleitet habe. Das heißt, wer natürlich vor Ort sein wird, wird auch die Möglichkeit haben, mit anderen zu Menschen zu sprechen, die ebenfalls, wie ich auch, ihre Selbstheilungskräfte aktiviert haben, verstanden haben, wie Gesundheit funktioniert und dann wieder ihr Leben neu transformieren. Und solche Menschen dürfen wir kennenlernen. Solche Menschen dürfen wir kennenlernen und wir haben auch einige Blockbuster drin, skandalträchtige Leute wie Alex Green. Er hat letztes Mal spontan abgesagt wegen einer solchen Sache, nämlich ging es ihm da, gab es einige, sag ich mal. Er wurde verklagt, so wie ich auch verklagt wurde. Er wurde verklagt, er musste 50.000 Euro noch mehr Strafe zahlen. Ich wurde, wenn ich euch mal alle meine Klagen aufzähle, die ich in den letzten 3 Jahren bekommen habe, kriegt ihr Atemnot. Wenn du wüsstet, wie viel ich gezahlt habe an Strafen. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil wir konzentrieren uns auf das Gute. Sehr gut. Ganz klar, ich wurde auch schon verklagt. Ich habe sogar auch schon Pfändung gehabt auf meinem Konto, alles Mögliche. Aber ich bin dankbar. Wurdest du von G-Star Raw hat mich verklagt, weil ich mich Raw nenne. Oh. Gorilla Sports hat mich verklagt, weil ich meine Kuh Gorilla Kuh nenne. Darf man seine Kuh nicht Gorilla Kuh nennen? Darf ich mich nicht Raw nennen? Wie viele Leute heißen Raw? Hat mich verklagt, hat gewonnen. 1.000 Euro Strafe. Nur so. Und so ging es die ganze Zeit. Egal. Ist nicht schlimm. Aber natürlich ganz klar an der Stelle, wir sind positiv fokussiert. Ja, und das heißt ja auch, wieso werden wir so verklagt, weil wir im Fokus sind, weil unsere Arbeit tatsächlich wertvoll ist. Unsere Arbeit, ich habe sogar einen Psiram-Eintrag, das ist für mich der Ritterschlag. Da ist Rüde Gedanke, da sind irgendwelche Leute drin, mit denen ich Edinger und so Leute, wirklich. Ja. Und das heißt, wir sind anscheinend auf den richtigen Weg. Vieles von dem wir erzählen, ist gar nicht so falsch. Es ist auf jeden Fall heftig, was da auf jeden Fall alles möglich ist. Also ich darf dankbar sagen, ich habe Sachen gesehen, wo ich sage, wow, also auch spontan Remission, was ich da alles erleben durfte, anhand von einfachen Sachen, also eine junge Frau, die vergewaltigt wurde, aber der Vergewaltiger zum Beispiel ganz klar nicht die Strafe bekommen hat und ohne Reue dann aus dem Gerichtssaal ist. Diese junge Frau hat 7 Monate später schwere Leukämie gehabt, Krebs unheilbar. Meine Aufgabe war es, ihr klarzumachen, scheiß was drauf, es ist Kacke, niemand wünscht sich so eine Situation, aber ihm zu verzeihen in dem Sinne, ist das Wichtigste für ihre Heilung gewesen. Für unsere Heilung. Verzeiht euren Nächsten. Ich verzeihe G-Star Raw für die Anzeige. Ich lade sogar die Leute alle hier einkommen in den Kongress. Lass uns in Frieden kommen. Ist doch gar kein Problem. Sehr gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und da sind wir in der Menschlichkeit. Wenn man dann jemandem gegenübersteht, ja, wir haben uns heute auch kurz mal ein bisschen angezopft. Das darf auch mal vorkommen. Ja, das darf auch mal vorkommen. Jetzt sitzen wir hier, lachen zusammen, freuen uns, dass wir uns sehen und sagen, ey, sorry, mein Teil war nicht so cool, deine auch nicht. Alles cool, Leute, alles cool. In Symbiose. Wir ersetzen uns da, wo der andere einen Schwachpunkt hat, ist der andere stärker. Und wenn wir es in Symbiose erkennen, dann vergleichen wir nicht, sondern unterstützen uns. Schön. Und das ist das Wichtigste. Sehr schön. Dass wir sehen und ganz klar erkennen, dass dein Wohlergehen so wichtig ist wie mein Wohlergehen, genauso wichtig wie dein Wohlergehen und wie euer Wohlergehen hinter der Kamera natürlich. Fantastisch. Wir sind alle gleich viel wert und gleich wichtig, das ist wichtig zu wissen. Und deswegen machen wir diesen Kongress auch überwiegend für euch, Leute. Wir lieben es, mit euch zu sein, aber wir freuen uns euch aus euren, sag ich mal, Löchern zu ziehen. Viele da draußen sitzen, ey, ich bin der Einzige in meinem Raum, der so denkt, ich bin der Einzige hier, Schreiben mir viele, wirklich. Fast also immer. Alle paar Tage habe ich so eine Nachricht mit. Und deswegen bin ich dankbar, dann sagen zu können,
komm gerne zur Veranstaltung. Komm zur Veranstaltung. Ja, und wenn du dich so fühlen solltest, dann empfehle ich dir vom Herzen natürlich auch, uns alle persönlich kennenzulernen und mit dabei zu sein. Richtig. Du willst was für dein Leben tun, du willst wissen, wie du den Leuten in der Umkreis Gutes tun willst, du willst wissen, wie du mehr Energie haben willst, du willst wissen, wie du vielleicht auch den richtigen Partner anziehst, du willst wissen, wie du endlich die PS auf die Spur bringst, ja, dir fehlen noch ein paar Inputs, dir fehlt ein konkreter Plan, all das. Du hast Bock auf neue Technologien, du willst mal C-Wave kennenlernen, du willst mal hier irgendwelche neuen Raumfahrttechnologien kennenlernen, die völlig von anderen Sterneplaneten sind. Lass dich inspirieren auf dem Bewusstlebenkurs. Sei dabei und folge uns weiter auf YouTube. Vielen herzlichen Dank dir da draußen. Hast du noch ein abschließendes Wort für die Zuschauer? Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Ebenfalls. Bis dahin alles Gute. Hier drunter haben wir alles verlinkt, die Tickets, da seht ihr auch ganz genau, was da inklusiv ist. Wir haben auch VIP-Tickets, da werden wir gleich hoch ins Zimmer gehen und uns mal das Zimmer anschauen, was euch da erwartet. Und wir danken euch jetzt schon fürs Zuschauen, auch dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt über die Jahre hinweg, die Videos geteilt habt, darüber nachdenkt. Damit tut ihr auch schon einen großen Beitrag für die Heilung der Erde. Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön von ganzem Herzen. Bis dahin alles Gute. Bis dahin. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.